Oh, Diablo Beta, Leute. Auf Konsole reinzukommen ist wirklich easy, ne? Gott, das Menü sieht so billig aus, ne? Die Texte sehen so Blitz bei Treffern, Untertitel an, Englisch, Schriftgröße, check, check, check. Spiel starten. Rein in die Bude. Aber immerhin gibt's jetzt nicht mehr dieses Wasserzeichen wie in der Alpha, ey. Das war nervig, die mit dem Wasserzeichen über den ganzen Screen. Das sind aber keine deutschen Untertitel. Hier geht immer noch nicht. Ja. In der Vollversion, so, ja, deutsche Sprache kommt rein. Das ist ja nur Beta, ist noch nicht fertig. Are you out of your mind? He's not going to make it. He has to. Blessed Akarat. Okay, PC scheint auch zu gehen. Hey, look at me. Muss mein Klient neu starten, weil ich habe immer noch nicht die Möglichkeit. I just came here. Knowledge. They're coming! I know. Get over here! Now. Breach the seal. Get us through that door! Way opens. Blood shows. This doesn't make any sense. Blood. Blood is the key. Blood is the key! What? Genug Blut haben wir. Go! I'll hold them! Go! So. It says the blood of the willing goes. You gotta be kidding me! Aua, die müssen so eine Nadel reinstechen, ne? Ich kann jetzt nicht kommen. It worked! We have to help him! He's dead already. Eine Minute. Warte ich mal nach der Warteschlange. Nach dem Cutscene. It's a shame he didn't make it. Oh well, cheer up. Gold splits better three ways instead of four. Das ist bestimmt eine Ehre. Must be hidden here somewhere. Read this. Three they come by, three thy way opens by the blood of them. Willing. Hail. Hail the creator. Oh. Hail the daughter of... Oh no. No, no, no. What about the coin? What's it say? It's an accent. This is forbidden. What the bugged coin? This is a summoning. I cannot speak. Don't lie to me. We came here for treasure. What is this place? I don't know. It's in principle PvP, ne? It's a temple. Or a tomb, or... It's a gate. Ooh.
to that crowd. My eternal life protects me. The divine wisdom guides me. Though my path is brought to darkness, guide my soul to thy sacred place. From the abyss, we see thy salvation. By three they come. Of the willing. We call thee home. Come. Blessed Ephraim, thy eternal light protects me, thy divine wisdom guides me. Open your eyes. Eternal light protects me. Eternal light protects me. Eternal light protects me. Eternal light protects me. Eternal light. There is no light here. You came to the darkness for knowledge. Yes. And all the knowledge you seek is here. Surrender. Die Untertitel hinterher, ja. Speak the words. Call her home. By three. Ich habe gerade einen Kommentar gelesen, Junge, Junge. By three, thy way opens. By the blood of the willing, we call thee home. So ein geiles Intro, oder? Hey. Die sind durchsichtig, die Gute. Lilith. Aus, ne? Dieser Fleischumhang, ey. Geil! Lilith ist wieder erwacht. Die Mutter des Hasses. Eure Mami. So, Schubs, du bist wieder laut. Let's go, Leute! Ja. Hab grad schon gesagt, ich wurde von der Warteschlange in die Authentifizierung in die Warteschlange eingereiht, aber ich bin drin. Charakter ist erstellt, kann losgehen. Ja, ist easy. Du hast alles geskippt, oder was? Das Video kenne ich doch schon. Ah, okay. Tatsächlich. Ich nicht. Ich wollte jetzt den Leuten sagen. So ja, alles gut, aber es ist ja trotzdem geisteskrank geil, ne? Also ja. So ist ja nicht. Vor allen Dingen, die Leute bei mir kennen es ja noch nicht, deswegen. Na, alles gut. Die deutschen Texte passen nicht in die Boxen. Die Menüs sind so kacke aus. Hammer, danke schön für den 10. Monat. Was habe ich hier gerade für einen Kommentar gesehen? Weedy, was ist mit deinem. Was, bist du zu viel Weed durchgezogen oder ist, muss ich dir das wirklich erklären? Ja, der Kommentar war ein leichtes Eigentor, aber egal. Ja. Ich glaube, das war auch nicht ganz durchdacht oder sowas, ne? Ich glaube. Ich meine, wenn man sich ein bisschen für das Spiel interessiert, wie sollte das man doch wissen, oder? Ich habe übrigens eine Zauberin erstellt, ne? Also du wolltest ja, glaube ich, auch eine machen, aber genau. Ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, in der Beta auch zusammenzuspielen oder ob das nur quasi Singleplayer-mäßig läuft, I don't know. Was werden wir schauen? Zack. Oh, die können wir komplett customizen.
Die können haben wir schon 23 Gold. Also Junge, wir können traden, kann losgehen. Backseat Gamer Duel. Schlimmer als Visco, besser man aber was. Sehr gut. Ich muss erstmal sorgfältig meine Zauberin erstellen, ja? Die muss perfekte Augenbrauen haben. In der Charakterstellung oder in dem heutigen Tag. Zombies sind leise. Ja, sollte so okay sein, ne? Ja, so ein Dunkelrot für eine Zauberin oder Knallweiß. Das ist doch kein Schneeweiß. Das ist ja genau das gleiche Problem wie bei mir. Ich wollte Silber machen und die Haare wurden nicht Silber. Ja, sind sie grün, war schade. Ja. Ja, ich mach mal dieses rotes Feuer. Das sieht ganz gut aus. Accessoire, Schminke. Meine Zauberin hat auch rote Haare. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Ja, und wie sieht dein Charakter aus? Ja, wie eine Kopie von der Person, die neben mir sitzt. Kann die auch zaubern, ja? Kann auch zaubern. Wunderbar. Und sie ist bezaubernd. Oh. Ja, machen wir mal liebe Farbe der Bemalung. Sieht aber nass aus. Frisches Blut. Deswegen sieht das Moos. Frisch eingeschmiert. Oh, Madivi hat schon fast den Endboss erreicht, während ich den Charakter erstellt habe. Sehr gut. Ja, bei dir werden wir heute wohl nicht mehr sehen als die Charakterstellung, auch gut. Ja, das ist wichtig. Wichtig und richtig, ja. Das ist wichtig. So, Tutorial-Präferenz. Mehr Unterstützung, weniger Unterstützung. Dankeschön. Dies kann jederzeit im Fenster der Schwierigkeitsstufe. Oh, man kann direkt in den Veteran reingehen. Ich habe auch weniger Unterstützung und Veteran genommen. Echt? Hast du direkt Veteran genommen? Ja, Mann. Ja, okay. Kann ich ja nicht klein bei mir geben, ne? Ich gehe auch Veteran rein. Man hat sogar die Möglichkeit, einen Hardcore-Charakter zu erstellen. Aber das ist mir dann doch zu viel. Nicht fürs erste Mal, ne? Nee. Sanctuario war nie für die Menschheit bestimmt. It became a new battleground in this eternal conflict. A secretive group called the Haradrim has kept mortals safe. But now this once powerful order is a husk of what it was. And centuries ancient creators have returned to claim the hearts of humankind. Backup, viel Erfolg. This is the story of their downfall. Sanctuario war doch auch schon die Welt in allen Diablo-Teilen, ne? Ah. Oh, der Baum sieht gar nicht mal so schlecht aus. Die Grafik bei dem Baum ist ja mal sick. Haben sie aus WoW geklaut. Den gleichen Baum, ja? Malte, viel Spaß beim Dancen. Ich hab Handschuhe gefunden. Legendäre? Nee, weiße. Sets Handschuhe? Nee, die haben einfach nur 10 Rüstung, sonst nichts. Geil. Schon 10 mehr als ich. Aber es ist Ausrüstung. Mein erstes Item. Mein Pferd wurde gegessen, Mann. Schade. Ja, durch ein Toki. Schuhe. Auch weiße. Ich bin gleich voll ausgestattet. Ich sag dir, wie es. World Boss kann kommen. Hey, Stan hat sich eingeloggt, wird mir gerade übrigens gezeigt. Oh, PC hat sich eingeloggt. Alter. Der tot.
In einer Höhle. Tada! I should find better shelter before I freeze. Spin. Ja, ich weiß nicht, was alle mit der Warteschlange wollen. Ich hab doch gesagt, das geht easy rein. Easy. Okay, das ist mein Basic-Angriff, ne? Quarz. Oh, ich habe 6 Goldschubs. Du kannst mir gar nichts. Nice, ich habe schon 254. Ja. Komm mal in meine Region, Großer. Scheiß Schwitzer, ey. Ich erreich dich noch gleich. Hohler Baum. Hab ich da gerade Gegner gesehen? Ja, da ist ein Warg. Ich brauche mehr Spells, Mann. Ja, man hat für den Anfang nur Auto-Attack. Ja, die haut da mit der Peitsche und das blitzt ein bisschen. Das Crap. Geile Zauberin. Oh, ich hab, glaube ich, eine Potion verwendet. Bambi! Moin, Mann. Strohgelbhafen, Dankeschön für deinen Sub. Kuss geht raus. Okay, blaue Häufchen muss man durchsuchen. Okay, zack. Ah, ein Dash, der alle 5 Sekunden auflädt. Okay. So. Quatsch. Erstmal im Wag peitschen. Platsch. Also jetzt wird meine Schlange ja auch ein bisschen groß. Ich habe einen blauen Zauberstab gefunden, den magischen. Oh. Ne? Also. Nur weil du auf Veteran spielst. Bestimmt. Ah, mit Controller hast du interessantes Aiming, ne? Muss in die Richtung gucken, damit er angreift. Ich sagte, wie ist Diablo 3 hat mit Controller richtig Bock gemacht, ne? Ja, also das Controller-Support und die Steuerung ist richtig cool. Das Spiel fühlt sich schon sehr natürlich an mit Controller, ne? Ja. Deswegen dachte ich mir auch, Diablo 4 auf Controller lieber. Anstatt die ganze Zeit dieses Klick. So. Oh, ich kann jetzt auch meinen ersten Skillpunkt verteilen. Einfach der Sweater, ey. Oh, Feuer, Frost oder Blitz? Was nehmen wir? Ich bin ja für Frost so ein bisschen, ne? Aber Feuer macht wahrscheinlich Peng-Peng. Ja, ich bin ja gerade noch in einer Eisgegend, deswegen ich würde ja als Konter Feuer nehmen. Bad Boy, ja, auf jeden Fall. Mit einer 3060 und einem i7. So krasse Anforderungen hat das Spiel nicht. Nee. Das Spiel sieht ja auch. Also, sieht okay aus, es erfüllt seinen Zweck, aber es ist jetzt keine Grafik, die Meilensteine setzen wird. Also, ich glaube, ich werde auf Feuer gehen. Ja, ich werde auch, glaube ich, erstmal Feuer nehmen. Fühlt sich sowieso erstmal. Bin bei Nevesk angekommen, so weit bist du bestimmt noch nicht. Nein, Blinker. Oh oh. Ich glaube, der verwandelt sich gleich einer in einen Werwolf. Ist wie bei Resident Evil 8. Oswin! What's it to you? Oswin, hush! This man is come, I'll explain. Ich werde mir das Spiel auf jeden kaufen. Bad Boy, das ist nice. Ich auch, also ich werde zum Launch auf jeden Fall durchsuchten. Das ist auch, glaube ich, ein gutes Twitch-Game. Das ist, glaube ich, schön zum Zuschauen, während man farmt, Runs macht. Isbel, ich kann mir Rüstung kaufen. Stani! Ah, ich guck mal, ich bin Heiler. Ja, ich beschütze euch. Bam, level up. Ich kann jetzt auch einen Fertigkeitspunkt verteilen. There are still things to be grateful. What's that? If Devmir's taking... I'm sorry, it's... So, wie mache ich das denn? Okay, da ist mein Inventar. Freunde. Okay, PSN-Leute kann ich einladen. Ah, da ist Divi. Die kann ich einladen. Herausforderung. Also, okay, ja? Auf der Tastatur ist der Fertigkeitenbaum auf A. Keine Ahnung, wie es da mit... Ja, ich muss Inventar aufrufen, dann R1 Subs. Ja, ich gehe auch auf Feuer, ne? Feuerblitz. Elektropeitsche, Frostblitz. Oder Chat, was sagt ihr? Funke? Funke ist auch der Basic-Angriff, oder? Nee. Feuerpfeil. Dann können wir später da auf Feuerball gehen. Hier können wir auf Flammschild. Hydra. Feu.
Das Giveaway lief noch nicht. Nee, nee, nee. Das Giveaway starten wir noch. Keine Sorge. Ich würde sagen, Feu, ne? Machen wir einfach Feuer. Zack. Zuweisen. Auf welchen Slot? Auf X. Ah, kann ich nur auf X machen, ne? Habe ich jetzt meinen Default-Angriff durch Feuerblitz ersetzt? Wenn du es auf X gelegt hast, ja, weil einen anderen Slot hast du noch nicht freigeschaltet. Eben, eben, aber damit ersetze ich doch diese Peitsche, oder nicht? Rat mir nicht. Ich glaube, zum Reinsuchten ist das Spiel gut. Ja, jetzt habe ich einen Feuerblitz. Okay. Oh, ich habe Schuhe gefunden. Schubs. Weiße? Ja, bestimmt, oder? Ja, sah aber leicht goldig aus am Anfang. Also die Box sah goldig aus. Okay. Ich bin schon fast Millionär, ne? Ich kann schon Goldhändler sein, glaube ich. Ja, mach mal schnell eine China-Farm auf. Okay. Streiterschuhe. Nochmal Schuhe. Ja, sogar besser als die ersten. Schuhe, ja. Was meint ihr, warum ich so lange Schuhwerbung hatte? Lucky Shoe. Da können wir Jesse das Game übrigens schmackhaft machen, ne? Also Frauen stehen noch auf Schuhe und das, hier können sie Schuhe sammeln, so viel sie aber, will. Das ist aber sehr, sehr, sehr klischeehaft, Schubs, muss ich schon sagen. Muss ihr das schmackhaft machen, dass sie eine starke Zauberin sein kann. Aber sie sagt mir schon gerade auch, was im Chat geschrieben hat, sie ist Hogwarts-süchtig. Ja. Oh, ich habe blaue Handschuhe gefunden. Abfahrt. Kannst du aufhören, so zu suchten, ey? Aber immer noch Hogwarts, Jesse? Ich dachte, du warst inzwischen... Aber wahrscheinlich nicht so viel Zeit neben Schule, ne? Sie erkundet auch jeden Millimeter in dem Spiel, ne? Ja, bin also ich auch dabei. Ich glaube, sie läuft zwei Schritte, Revelio. Läuft zwei Schritte, Revelio. Normal. Läuft wieder zurück, weil man könnte ja was übersehen haben, Revelio. Ja, und das macht überall bling, bling. Und du musst gucken, ja, wo dieses Bling herkommt. Feuerblätze durch schlecht brennende Gegner. Ja. Oder, also da muss ich noch ein Level, okay, ja, machen wir mal Boost. So, ich fühle mich langsam mächtiger als Magier. Ich verbrenne ja auch alles, ne? Ja, ich habe jetzt Piercing für mein Feuerspell. Ach, Veteran ist easy. Easy Mode. Ja. Also es ist... Noch. Tutorial-Gegend ist immer schön einfach. Oh, blaue Hose, Schubs, du kannst mir nix. 63 ich hab Rüstung. Ich habe ein blaues Item mehr, also komm erstmal in meine Region, ja, was die blauen Drops angeht, ne? Ich habe ja auch ein Leben, nicht wie du, ne? Ich musste auch 5 Sekunden etwas mehr machen als du. Ich spiele das Spiel schon 5 Minuten länger, ich bin OG, ja? Also ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt mit dir rede. So, ich muss jetzt in den Keller rein. Bist du auch schon in den Keller? Ich bin hier schon in so einem ja, Keller, Höhle, whatever, bin ich schon drin. Ja, so ein Kerker. Ja, da, genau. Die Grafik im Kerker sieht geil aus. Hast du gerade schon gegen so einen kleinen, großen Bären gekämpft? Wahrscheinlich nicht, ein oder? Ein Bär? Ja, aber normaler Bär. Der hat mich fast niedergewälzt mit seiner einen Attacke. War gerade voll der Schreckmoment. Musst du noch ein bisschen leveln? Muss ich jetzt zeigen, wie Diablo geht, oder was? Ja, bitte. Normal ist das neue Easy-Mode und Veteran normal. Ah, guck. Ja, dann. Ja, stand da ja auch, ne, für neue Spieler. Die wollen halt Diablo ein bisschen zugänglicher machen für die heutige Generation und Spieler. Und deswegen machen die da so ein paar Easy-Sachen rein. Damit das auch wirklich jeder enjoyen kann. Fire Pierce ist praktisch. Das
Habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Ich habe, glaube ich, 2 Punkte gleich in Feuer reingehauen. Ah, hast du gar nicht die Zusatzfunktion? Also in den Feuerblitz. Feuerblitz? Verbesserter Feuerblitz? Und was war das? Meinst du den verbessert? Ah ja, durchschlägt brennende Gegner, ne? Genau, genau. Das brennende Feld darüber. Easy. Aber ich nehme gleich Feuerball als nächstes. Oder Flammtod? Oh, Flammtod hört sich auch geil an. Man kann ja auch umskillen. Ist ja auch ganz nett. Ja, ja, man kann sich gar nicht mehr fast killen, ne? Ist ja auch praktisch. Nicht mehr. So, warte mal. Farm an deiner Stelle. Ja. Aua. Oh, oh. Boah, hast du auch diese Gefallenen? Die sind ja böse. Ja, da musst du vor allem aufpassen. Da gibt's auch so einen Schamanen, der hat irgend so eine Flagge auf dem Rücken, der kann die wiederbeleben. Also musst du immer erst den Großen töten und dann die Kleinen. Ja, immer auf die Großen. Genau, immer erst auf die Großen. Schwupp, schwupp, schwupp. Hammer. Kannst du sehen, einschätzen, auf wie viele FPS das läuft? Rad, ich spiele auf der PS5, also würde ich sagen, gerade aktuell auf 4K, 64 FPS. Also PlayStation läuft auf jeden Fall auf Maximum Leistung, würde ich sagen, hier. 4K sollte kein Problem sein bei der Grafik und auch 60 FPS. Und auf dem PC brauchen wir gar nicht drüber zu reden, dass wir es jenseits von Gut und Böse, was Performance angeht. Könnte ich sogar Raytracing anmachen wahrscheinlich und das wird noch besser laufen. Es hat ja sogar DLSS 3. Auf dem PC habe ich ja DLSS 3, das sieht ja noch besser aus. Ja, kannst du aktivieren, DLSS. Ja, ja, deswegen, also die Performance, ich würde sagen, mein PC würde wahrscheinlich 200 bis 300 FPS schaffen bei dem Spiel. No Flex. Ob man die braucht bei einem Diablo-Spiel, weiß ich nicht. Ich hatte gerade einen Server-Lag. Unplayable. Genau mein alter Kappa-Rotu. Na, Noskel, danke schön für Road to 3 Jahre, würde ich sagen, ne? Ich will jetzt nicht flexen, aber ich habe gerade den ersten Bossfight am Start. Ist auch ein Rusher, ey. Bist auch einfach ein Rusher, ey. Ich habe gerade erst Level 4 erreicht und hol mir meinen ersten Feuerball. Ich bin auch Level... Fuck, wo sehe ich denn das? Keine Ahnung, ich glaube, ich bin auch Level 4. Oder 5, keine Ahnung. Weak. Boah, Leute, was soll... Nehmen wir Flammtod? Kanalisiert einen Feuerstrahl, der Gegner 11 Schaden pro Sekunde verbrennt? Oder Feuerball? Explodierender Feuerball, der 18 Schaden... in, also ein bisschen mehr AOE oder mehr... Oh, Laser hört sich geil an, oder? Ja, das war die gute Wahl. Das war die gute Wahl. Feuerstrahl. Server-Lag-Vorbestellung canceln hier. Übrigens, wenn du auf Kreis drückst, hast du so einen kleinen Dash, Sprint, ja, ne? Oh, ich habe ein besudelten Skelett. Der ist böse. Meinst du den nächste Skelett? Blaue Item. 2 Stück. Meinst du den bei Skelett als Bossfight? Der ist böse. Nee, der ist Pillepalle. Das ist Kindergeburtstag. Nee, es gibt so einen richtigen Boss. Ich mag meinen Laser. Der Laser ist cool. Blauer Handschuh. Zack. I'm not ready yet. Boah, die Gegner skalieren ja mit meinem Level, ist ja voll eklig. So. Oh ja, plus 51 Rüstung. Und das nur, weil es weißes Item. Nice. Hallo Laurana. Komm herein, lehn dich zurück. Schöne kleine Runde Diablo Bash Bash. Mana.
Nice. Jetzt fühlt sich... Doch, Zauberin wird meine Main-Klasse. Zauberin wird doch meine Main-Klasse. Meister der Elemente. Okay, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen hier, oder was? Na, ja, super. Ja. Ist das eigentlich random generierte Dungeon, oder? Kann sein. Jetzt kann ich hier so eine Treppe runterlaufen. Wie sind die adaptiven Trigger bei dem Spiel? Ja, wenn du größere Spells verwendest wie der hier, spürst du halt die Haptik, ne, wie so ein Feuerstrahl. Aber adaptive Trigger brauche ich gerade bisher nicht. Es gibt bisher keine Taste, die ich dafür benutze. Beziehungsweise keinen Skill, den ich benutze. Das, die Slots schalten wir gleich erst noch frei. Ich bin jetzt Level 5, ne? Ja, ich komme... Und hab auch schon... Ich hab 5 blaue Items angelegt. Also... Sag ich ja, einfach Schwitzer. Einfach ein Schwitzer, ey. Das nur, weil du das Intro gekippt hast. Ey, ich hab jetzt jemanden getötet, der ist Stanis. Ey, das war der Heiler in Dorf. Spoiler! Das war der Heiler. Oh, okay, es war der Heiler. Das war der Heiler im Dorf. Ich wollte jetzt nicht spoilern, sorry. Nein! Nein! Visco ist stolz auf dich. Nein, ich habe mit ihm ein Bier getrunken. Zwinker. Zwinker. Und dann hat er sich verwandelt in einen Werwolf. Und dann muss es ihn töten. Mag Zauber an sich auch, aber es kommt nicht über den Totenbeschwörer. Ich bin aber auch auf die Jägerin gespannt. Die Jägerin sah auch nice aus. Aber Zauberin gefällt mir gerade. Die Spells fühlen sich mächtig an. Warum spielt ihr nicht gemeinsam auf einer Karte? Das ist eine gute Frage. Schubs, wieso spielen wir nicht gemeinsam? Ja, das war ja meine Frage, ob man das machen kann, jetzt in der Beta auch zusammen irgendwie spielen. Ja, das weil ich sehe auch keine, also man hat ja kein Game geöffnet so irgendwie, so wie damals in Diablo 2. Du hast deinem Game einen Namen gegeben und hast es aufgemacht. Ja, aber wenn du Karte aufrufst, kannst du oben durchscrollen und dann kannst du... Ja, Karte aufrufen und da oben ist das Freundes-Menü. Guck mal, ich kann Freunde. Ah, ich bin auch am PC, ne? Ja, es gibt kein Crossplay, glaube ich, zwischen Konsole und PC. In der Beta nicht? Oder doch, allgemein soll es das sein? Es gibt doch... War das nicht nur ein Cross-Save? Dass du den Spielstand sowohl da als auch da spielen kannst? Nee, sollte eigentlich Crossplay sein. Ich weiß es jetzt gar nicht. Franz, dankeschön für 2 Euro. Wir haben Diablo 2 schon vor 20 Jahren gemeinsam gespielt. Fahrthead, du und ich. Also dann erinnerst du dich viel besser als ich an meine Kindheitsfreundschaft. Also ich glaube, wenn wir Blizzard mit PlayStation miteinander verbinden, sollten wir auch die Freundschaftslisten von Blizzard sehen, oder? Mhm. Habe ich dich als Freund in Blizzard? Ja. Ja? Im Blizzard Launcher? Ja, da habe ich ja gesehen, dass du online bist. Auf dem PC dann. Oh. Mein Spiel hat sich disconnected. Lol. Da, ich wurde auch getrennt. No. No. Nein. Server down. No.